Und ich will noch ein paar weitere Beispiele bringen. Ich werde mal wieder intentional eine Relation definieren. Ich fange erst mit einer Grundmenge an. Meine Grundmenge soll bestehen aus den Zahlen von 1 bis 10. Und ich möchte eine Relation auf dieser Grundmenge haben. Und ich mache das jetzt diesmal, indem ich intentional beschreibe, was in Relation zu was stehen soll. Man kann da solche Buchstaben wie R für nehmen. Ich kann ja mal spaßeshalber mir ein neues Zeichen ausdenken. Ich nehme mal so ein Zeichen hier, so ein Dreieck. Das hier. X soll Dreieck Y sein, das ist meine Relation und das muss ich jetzt irgendwie definieren, was ich damit meine. Das soll dann der Fall sein, dann und nur dann, wenn X kleiner als Y minus 5 ist. Und jetzt können wir uns mal überlegen, wie das Ding aussieht. Und auf der Grundmenge D, hatte ich ja dazu gesagt, ne? Also zum Beispiel 1, Dreieck 3. Stimmt das oder stimmt das nicht? Das ist ja mein x hier, das ist mein y. 3 minus 5 ist minus 2. 1 ist nicht kleiner als minus 2, also das hier stimmt nicht. Ist nicht der Fall. X Dreieck 7, Entschuldigung, 1 Dreieck 7, stimmt das? 7 minus 5 ist 2, das ist größer als 1, das stimmt. Hier kann ich einen Haken dran machen. 1 Dreieck 6. Da habe ich 6 minus 5 ist 1. 1 ist nicht kleiner als 1, also stimmt das hier auch nicht. Kann ich denn für statt der 1 hier auch andere Werte einsetzen? Mal gucken, was müsste ich denn hier zum Beispiel, damit ich mal was habe, was stimmt, für 2 hinschreiben? Ja? 8 könnte ich zum Beispiel nehmen. 8 minus 5 ist 3, 2 ist kleiner als 3. Und natürlich kann ich hier statt 7 auch größere Werte nehmen und hier kann ich statt 8 auch größere Werte nehmen. Darum ist dann, wenn ich mir erstmal angefangen habe, solche Gedanken zu machen, relativ klar, was dann eigentlich noch übrig bleibt. Also diese Relation Dreieck besteht aus den folgenden Paaren. 1, 7 gehört dazu, 1, 8 gehört dazu, 1, 9 und 1, 10. Dann gehört dazu 2, 8, 2, 9, 2, 10. Und dann gehört noch dazu 3, 9. 3, 8 natürlich nicht, 3, 10 und die letzte Zahl, die noch dazu gehört, ist 4, 10. Und das war's, mehr haben wir nicht. Jetzt habe ich wieder den Unterschied zwischen intentional hier oben, hier habe ich hingeschrieben von der Bedeutung her, was für eine Relation ich meine, und hier unten extensional, ich habe einfach alle Tupel, die dazugehören, aufgezählt. Aber gemeint ist beide mal dasselbe, ich habe eine Relation definiert. Das ist natürlich hier nur so eine Spielzeugrelation, um warm zu werden. Jetzt vielleicht mal eine, die wir später auch häufiger brauchen werden. Die nenne ich mal, ich nenne sie mal R erstmal. Ich nehme alle Paare von natürlichen Zahlen, M und N, mit der Eigenschaft M teilt N. Also M ist ein Teiler von N. Das ist natürlich jetzt wahrscheinlich eine unendliche Menge, also kann ich die nicht mehr einfach alle hinschreiben. Hier steht es intentional, aber ich kann mir mal so für so ein paar Beispiele überlegen, was in R drin ist und was nicht drin ist. 2, 8 zum Beispiel ist aus R, weil 2 ja ein Teiler von 8 ist. 8, 2 ist nicht aus R, weil 8 ja kein Teiler von 2 ist. Aber zum Beispiel sowas wie 42, 42 ist aus R, weil ja jede Zahl ein Teiler von sich selbst ist. Oder sowas wie 1,97 ist aus R, weil ja 1 jede Zahl teilt. Und jetzt kann ich halt für alle möglichen Zahlen jeweils mir überlegen, ist das ein Teil oder nicht. Und dann habe ich eine Relation hingeschrieben, das ist die Teilbarkeitsrelation. Die wir später noch oft benutzen werden. Und da habe ich wieder was, von dem ich dann jeweils hinschreiben kann, gehört dazu dann nicht. Mit unserer abkürzenden Schreibweise würden wir sagen 2R8 oder wir würden sagen 8 nicht R2 zu denen hier oben. Nur weil die Teilbarkeitsrelation so wichtig ist und weil man die so häufig benutzt, gibt es dafür ein spezielles Zeichen. Wir werden dann später
für 2 teilt 8 schreiben 2 teilt 8. Das ist die Schreibweise, die man üblicherweise nimmt dafür. Da macht man einfach so einen senkrechten Strich dazwischen. Brauchen Sie sich jetzt auch noch nicht zu merken, kommen wir noch zu. Noch eine andere wichtige Relation, ich nehme mal einen anderen Buchstaben, mit der wir uns auch sehr viel beschäftigen werden in der Zahlentheorie, weil die auch für die Kryptographie wichtig ist, so eine Relation wie die hier. Ich nehme alle Zahlen xy aus z Quadrat, lauter ganze Zahlen, mit der folgenden Eigenschaft, sagen wir mal 7 teilt x minus y. 7 ist jetzt irgendeine Zahl, wir werden das in der Zahlentheorie dann mit allen möglichen Zahlen machen. Hier nehmen wir jetzt mal 7 als Beispiel. Also diese Relation hier, vielleicht nennen wir die mal S7 statt S, da stecken alle Paare xy drin, bei denen die 7 ein Teiler der Differenz ist. Was gehört denn zu so einer Relation wohl dazu? Die werden wir auch häufig als Beispiel nehmen. Kann mir mal jemand ein Beispiel sagen für etwas, was hier drin ist in dieser Menge? Ja? 14 und 7 ist in dieser Menge drin. Das wäre jetzt unser x und unser y. 14 minus 7 ist 7. Und das ist ja ein Vielfaches von 7. Also 7 teilt die Differenz. Das heißt, ich könnte jetzt auch sowas nehmen wie zum Beispiel 21 und 7. Das ist aus S7. Hier haben Sie jetzt als Beispiel gerade Zahlen genommen, die selbst Vielfache von 7 sind. Das muss natürlich nicht so sein. Ich kann auch sowas hinschreiben wie 10,3. Das sind beides keine Vielfache von 7. Aber der Abstand, um den geht es ja, die Differenz, die ist ein Vielfaches von 7. Also das gehört auch dazu. Wenn ich aber sowas nehme wie 10,4, dann ist 10 minus 4, 6. Das ist kein Vielfaches von 7. Das gehört also nicht zu S7. Was ist denn, da muss ich jetzt vielleicht mal Ihnen einfach sagen, wie das ist, weil wir über Teilbarkeit noch gar nicht so viel gesprochen haben. Was passiert, wenn ich das umdrehe? 3,10, was würden Sie denn vermuten, was hier die Antwort ist? Gehört das dazu oder nicht? Bei den negativen Zahlen ist es genau wie bei den positiven, die sind auch dann entsprechend Teil- oder Nichtteiler. Also 7 teilt auch minus 7. Darum ist, wenn 10 3 drin ist, ist auch 3 10 drin. Also das ist ein typisches Beispiel für eine symmetrische Relation, die ich einfach umdrehen kann. Das ist also auch aus S7. Und wenn wir schon mal dabei sind, was meinen Sie denn mit 3 3? Ist das daraus oder nicht? Kann man 0 durch 7 teilen, ist die Frage. Kann man, ne? Also gehört es dazu. Die 0 ist durch alles teilbar. 0 durch 7 geht, 0 durch 42 geht, geht immer. Also 0 kann man durch alles teilen. Man kann nicht durch 0 teilen, haben Sie völlig recht, aber wir teilen ja durch 7, also kein Problem. Ne? Diese Relation, wie gesagt, die wird immer mal wieder auftauchen. Die sehen wir jetzt zum ersten Mal als Beispiel. Und jetzt vielleicht nochmal ein Beispiel, was man sich eher so geometrisch vorstellen kann. Nenne ich mal T. Ich schreibe mal Folgendes hin. Ich nehme die Menge aller, also dies hier, nochmal zu den Begriffen, hätte ich vielleicht eben sagen sollen. Dies hier ist eine Relation auf Z, ne? So haben wir das ja gesagt. Das definiert eine Relation auf Z. Und jetzt definiere ich eine Relation auf R. Und zwar möchte ich in meiner Relation drin haben alle Tupel, alle geordneten Paare xy mit der folgenden Eigenschaft. X Quadrat plus Y Quadrat gleich 1. Was ist das denn? Haben Sie da eine Vorstellung? Kommt Ihnen das nicht irgendwie bekannt vor hier, schon mal gesehen? Das, was hier steht, ist im Prinzip der Satz des Pythagoras. Wenn Sie sich so ein Dreieck hinmalen, ein rechtwinkliges Dreieck, und diese Seiten hier nennen Sie x und y, dann ist x² plus y² ja das Quadrat von dieser Seite. Also dieses hier wäre jetzt a² plus b² gleich c², haben Sie das früher genannt. 1 ist 1 Quadrat. Das heißt, hier in dieser Menge sind alle x und y drin, die Katheten eines rechtwinkligen Dreiecks sind, bei denen die Hypotenuse die Länge 1 hat. Und wie sieht das aus? Genau wie Sie sagen, Sie bekommen einen Kreis. Sie können sich das nämlich folgendermaßen vorstellen. Sie malen hier Ihr Koordinatensystem hin und machen hier eine Strecke der Länge 1 hin.
und dazu das passende x und y, dann haben Sie genau das, was ich hier oben hingezeichnet habe. Und diese Strecke der Länge 1, die hätte ich natürlich auch hierhin malen können oder hierhin oder hierhin oder hierhin. Und jeder Punkt auf diesem Kreis ist ein Punkt mit der Eigenschaft x-Koordinate zum Quadrat plus y-Koordinate zum Quadrat ist 1. Das sind genau die Punkte auf diesem Kreis hier. Also diese Menge aus Punkten, dieser blaue Kreis hier, ist t. Das ist meine geometrische Vorstellung von t. Aber für uns ist das erstmal auch nur eine Relation. Eben hatten wir diese rote Hälfte der Zahlenebene, das war eine Relation. Jetzt haben wir zum Beispiel einen Kreis, den ich auch als Relation mir vorstellen kann. So, und das letzte Beispiel möchte ich zumindest mal erwähnt haben. Ich hatte das vorhin schon gesagt. Was ist denn das hier, die leere Menge? Die leere Menge ist auch eine Relation. Die leere Menge ist, wie ich vorhin schon sagte, eine Menge, die aus geordneten Paaren besteht, nämlich aus null geordneten Paaren. Also nach unserer Definition, jede Menge von geordneten Paaren ist eine Relation. Ist das hier auch eine Relation? Mit der Eigenschaft, dass nichts zu einer anderen Relation steht. Aber das kann ja auch mal vorkommen. Wenn wir jetzt zum Beispiel, nehmen Sie unsere Gruppe von Studenten, die wir vorhin hatten, Anna, Bert, Claudia und Detlef, wenn die sich so zerzankt haben, dass keiner mehr keinen mag, dann ist die Mögenrelation auf dieser Menge die leere Menge. Keiner mag keinen. Das geht auch, ne? Also man sollte bei solchen Dingen nie vergessen, dass man auch immer die leere Menge mit in Betracht ziehen muss. Das ist immer so eine beliebte Ausnahme, die man mal vergisst. So, und jetzt kommt eine Standardrelation, die immer wieder vorkommt. Das ist eine, die ich auf jeder Grundmenge definieren kann. Also m irgendeine Menge. Dann definiere ich das, ich habe das vorhin schon mal hingeschrieben gehabt, aber ich schreibe es jetzt nochmal hin. Die Gleichheitsrelation auf dieser Menge sieht folgendermaßen aus. Die Menge aller xy aus m zum Quadrat mit der Eigenschaft, dass x gleich y ist. Oder, hatte ich Ihnen eben auch schon gesagt, kann man auch anders hinschreiben, die Menge aller xx, sodass x irgendwas aus m ist. Das kann ich nicht nur wie vorhin mit den reellen Zahlen machen, das kann ich mit jeder Menge machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, m ist die Menge 1, 2, 4, dann ist das, was ich hier eben hingeschrieben habe, die Relation 1, 1, 2, 2, 4, 4. Egal, ob ich mir das so oder so vorstelle. Das ist also nichts weiter als, man sagt, die Gleichheitsrelation auf dieser Menge. Und weil man das so oft braucht, gibt es dafür auch eine Bezeichnung. Man nennt das hier die Identität auf M. Also das id steht für Identität und Identität ist ja nichts weiter als ein vornehmes Fremdwort für Gleichheit. Das ist die Gleichheitsrelation auf der Menge m. Also hier in diesem Beispiel haben wir jetzt also hingeschrieben, die Gleichheitsrelation auf der Menge 1, 2, 4. Das ist das hier.